Willkommen beim Pantomime-Podcast. Mein Name ist Sven Gramatke, im Lölze Verlag zuständig für die gute Laune. Und neben mir sitzt wie immer unser Chefredakteur Galvanotechnik, Robert Pitterek. Hallo Sven, freue mich hier zu sein. Willkommen, willkommen. Wir haben wieder ein pickepackevolles Heft voller interessanter Artikel, über die wir reden wollen, beziehungsweise rausgesuchte Artikel, wie jeden Monat. Und das Hauptthema, also ist jetzt, glaube ich, nicht das Leitthema vom Heft, aber dieses große Thema im Heft ist Sonnenkraft. Und da denken vielleicht manche an Sonnenblumen oder an überhaupt nichts, weil es momentan so kalt ist und auch oft regnerisch oder es schneit. Aber um die gute Laune zu heben beim Leser, schreiben wir sehr viel über das Thema Sonne. Ja, ganz genau. In diesem Fall ist es so, dass sich das im Prinzip aufhängt an einer Initiative von Industrievertretern und Vertretern der Wissenschaft, also genauer Fraunhofer-Instituten, dem Fraunhofer-Institut zum Beispiel in Freiburg für Solarenergie, also ISE. Und die haben sich zusammengetan und haben einen Aufruf gestartet, dass doch eine neue europäische Solarindustrie entstehen sollte. Angesichts der Lieferkettenprobleme mit China, angesichts der Rohstoffe, die wir dafür brauchen, haben wir in den letzten Monaten tatsächlich auch eine sehr laute Diskussion geführt über all diese Themen. Und so lag das wahrscheinlich nahe, dass man hier offenbar versucht, einen zweiten Anlauf zu nehmen. Denn man erinnere sich, vor weit über 10 Jahren war es schon mal soweit. Da hat Deutschland eigentlich noch, oder hier in Deutschland wurden da noch Solarmodule gebaut. Und dann auf einmal gab es sehr viel billigere aus China. Das hat dazu geführt, dass es zum Aus der Solarindustrie hier in Deutschland kam. Und ja, so eine Renaissance der Solarenergie ist dann natürlich hochspannend. Genau, das ist auch die Frage in dem Artikel. Also in dem Titel des Artikels kommt die Renaissance der europäischen Solarindustrie. Und spätestens seit dem letzten Jahr ist das ein ganz, ganz heißes Thema. Und zwar nicht nur für die Industrie selbst, die ja da durchaus auch einiges tut. Also es gibt auch immer mehr Betriebe, auch Galvaniken, die dann Photovoltaikzellen auf dem Dach haben. Und das betrifft aber auch Haushalte, die immer mehr die Dächer damit dekorieren oder Balkonkraftwerke, so heißen die ja mittlerweile, sich installieren lassen. Und das kann man sogar zum Teil selbst machen. Also zumindest bis 600 Watt ist es dann erlaubt. Der VDE will sogar, dass man bis 800 Watt Zellen selbst montieren darf. Und da gibt es auch in der Presse zum Teil ganz gute Anleitungen mittlerweile, wie man sowas selbst machen kann. Weil das Problem ist halt zum einen die Beschaffung dieser Solarzellen und die ganze Ausrüstung drumherum. Aber das fast noch größere Problem ist, Handwerker zu finden, die das auch tun. Ja, das ist sehr, sehr weitreichend und ich glaube, das wird auch vielen Firmen dann so gehen, dass sie das jetzt gerne machen würden, aber sie finden dann halt möglicherweise niemanden, der das dann entsprechend installieren kann. Richtig. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, das aus mehreren Gesichtspunkten auch betrachtet werden kann. Auf der einen Seite natürlich der Umweltgedanke. Photovoltaik ist eigentlich so mit das Umweltfreundlichste, was man sich so vorstellen kann. Mhm. Natürlich gibt es dann auch Diskussionen, ja, wie ist es da mit der Entsorgung dieser Photovoltaikanlagen, wenn die am Ende ihres Lebenszyklus angelangt sind. Aber das ist es ist etwas, was man meiner Meinung nach nicht zu Tode diskutieren sollte im Vorfeld und das man mittlerweile auch nicht mehr tut. Wir hatten mal so eine Phase, da hat man fast nur noch über solche Dinge geredet, wie auch bei Elektromobilität. Was passiert irgendwann mit den Batterien? Denn es hat sich ja in der Vergangenheit auch immer gezeigt, dass wenn es genug gibt, was entsorgt oder recycelt werden muss, dann entsteht da auch von selbst eine Industrie, die das dann auch macht. Mhm. Ja. Also wegen 5 Autobatterien, da wird niemand sagen, oh, da gründe ich eine Firma. Aber wenn es dann irgendwann mal heißt, ja, 5 Millionen sind auf der Straße, dann rentiert sich's. So sieht's aus. Ne? Und man darf ja nicht vergessen, wenn wir hier diese europäische Solarindustrie wieder aufbauen, dann geschieht das ja alles hier bei uns vor Ort. Ne? Und da sind wir nun mal sowieso mittlerweile zunehmend dabei, uns in Richtung Klimaneutralität zu entwickeln, was natürlich auch diese Rohstoffkreisläufe
dann stark ankurbelt. Das merkt man auch in meinem Beruf ganz stark, wie sich Firmen da eigentlich von Tag zu Tag positionieren und im Recyclingbereich platzieren. Und das ist auch eine Sache, die ein Vorteil wäre von so einer europäischen Solarindustrie. Und dann dürfen wir nicht vergessen, will ich nur noch mal kurz unterbringen, dass wir natürlich unseren DGU-Vorsitzenden und Fraunhofer IPA Abteilungsleiter Dr. Martin Metzner als Gesprächspartner mit in diesem Artikel haben, die Renaissance der europäischen Solarindustrie. Und der Mann ist hier hochinteressant, weil er nämlich am Ende dieser Zeit, kurz vor dem Aus der Solarindustrie, auch schon beim Fraunhofer IPA war und an Prozesstechnik geforscht hat, um das alles immer noch effizienter zu machen. Der war da mitten in seinen Forschungen drin, als plötzlich es geheißen hat, damit hören wir jetzt auf, wir fördern nur noch vorhandene Technologien. Da hören wir dann auch, was das für die Galvano-Branche bedeuten würde letzten Endes, wenn sich so etwas wieder etablieren würde. Genau, also wie du auch im Editorial geschrieben hast, das Know-how ist noch da. Mhm. Und das müssen wir nutzen. Für mich ist das sowieso unbegreiflich, dass man dann solche Forschungen plötzlich aufhört. Also ja, es ist einfach unbegreiflich, wie man so kurzsichtig sein kann, dass wir das früher oder später brauchen werden und dass das eine Zukunftstechnologie ist. Das war schon vor 20 Jahren sonnenklar. Ja, so kann man es sagen. Ne? Ja, und zwar eben auch, und das ist das zweite große Argument für mich, einfach Unabhängigkeit. Also innerhalb von Europa, wenn es da zu Abhängigkeiten kommt, wir sind einfach zu sehr verflechtet, um da möglicherweise eine große Krise ausgesetzt zu sein. Also ich glaube jetzt nicht, dass zum Beispiel Frankreich und Deutschland jemals wieder so verfeindet werden, dass das da einfach nichts mehr geliefert wird. Also kann ich mir nicht vorstellen und ich hoffe, das bleibt auch so. Aber wir sehen es halt jetzt mit Rohstoffen aus Russland, ganz schwierig. China missbraucht seine Position immer mehr für irgendwelche Machtspiele. Das bekommen ja auch die USA deutlich zu spüren. Dann haben wir natürlich auch sehr viele andere Staaten, wo auch, moralische Bedenken eine wichtige Rolle spielen. Das kam ja jetzt auch im Zuge der WM in Katar nochmal aufs Tapet. Aber wenn wir es schaffen, mehr Unabhängigkeit als Europa hinzubekommen, das wäre eine tolle Sache. Und dafür steht eigentlich Photovoltaik wie keine andere Technologie. Also ich glaube, 11% des generierten Stroms in Deutschland werden ja schon durch Sonnenenergie geliefert. Ja, übrigens Zuwachs 19% in 2022. Ne? Ja. Keine andere erneuerbare Energie ist so gewachsen. Aha, okay. Ja, ich bei 19% dachte ich erstmal an die Mehrwertsteuer. War aber ein Zufall. Das ist zwangsläufig, denke ich. Die Zahl hat es in sich. Ja, ganz schön. Und es ist interessant und das ist halt auch interessant für die Galvanotechnik, auf der einen Seite selbst an Solarpanels zu denken. Und ja, natürlich, man hat halt die Energie nur, solange die Sonne scheint. Und 80% der Energie bekommt man dann halt im Sommer. Und das dann noch tagsüber, das heißt, man muss dann auch einkalkulieren, dass man auch irgendwelche Akkus, also irgendwelche Speicher noch hat, damit man zumindest einen Teil der Nacht abdecken kann. Und wir haben halt immer noch die blöde Situation, dass wenn ich irgendwie überschüssige Energie ins Netz einspeise, viel, viel weniger bekomme, als wenn ich Energie aus dem Netz rausnehme. Also da gibt es auch schon einen riesen Gap. Ich glaube, das liegt, wenn ich es einspeise, kriege ich 8 Cent pro Kilowattstunde. Und wenn ich es rausnehme, muss ich irgendwie zwischen 40 und 55 zahlen. Absurd. Völlig absurd. Ja. Und das muss sich auch ändern. Und da muss halt auch entweder staatlich oder halt über die EU noch etwas nachreguliert werden, auch wenn das manche nicht gerne hören. Regulierung ist immer was Schlimmes. Aber auf der anderen Seite, wie kann es zum Beispiel sein, dass wir eine große Energiekrise haben und die Energiekonzerne immer noch Milliarden Gewinne machen? Also so eine Krise hätte ich ganz gerne bei mir in meiner privaten Haushaltskasse. von so einer Krise träumen wir alle. Also da laufen einige Sachen schief.
Ich hoffe, wir werden das korrigieren. Und wenn das so ist, und 19% Zuwachs ist ja eine ganze Menge. Ja, ja. Wenn es so bleibt. Genau. Und davon hat dann auch die Galvanotechnik nicht nur im Sinne von, wir erzeugen unsere eigene Energie, sondern wir galvanisieren ja auch unterschiedliche Kontakte, Leiterplatten, was auch immer. Und wenn das eben alles, ja. das ist nämlich genau dieser Knackpunkt. Also wenn man das in Europa macht, dann muss man das wirklich komplett machen. Ja, ich sehe es schon kommen, in 3 bis 5 Jahren heißt es dann, ja, 99,99% können wir, aber da gibt es dieses eine kritische Bauteil, das wir jetzt unbedingt aus China brauchen. Und dann wird auf einmal die Lieferung eingestellt. Genau, ne? Zack, genau. Und wir haben ein Problem. Ja, also da muss man wirklich sagen, ganz oder gar nicht. Wenn wir dann ja nicht unabhängig werden, wenn dann noch irgendwelche Sachen aus China oder sonst wo kommen muss. Aber ich denke, dass jetzt auch viele aufgewacht sind aufgrund der Krisen, sei es Corona und jetzt natürlich auch der Krieg in der Ukraine. Ja. Und da wird sich einiges tun. Da kann man auch nochmal kurz erwähnen, es gibt natürlich verschiedene Bereiche, wo sich Solarenergie noch etablieren lässt, was im Prinzip gerade erst am Anfang steht. Zum Beispiel sowas wie Agri-Photovoltaik, ne? Ja, Agro. Agro-Berlin. Nee, Agri-Photovoltaik. Da geht es um Photovoltaik, also Solarzellen, die man dann auf Gestellen oberhalb von Feldern installiert. Das ist natürlich eine geschickte Nummer. Du hast unten ein Feld, du hast deinen Ertrag über das Feld, dann hast du gleichzeitig oben die Solarzellen. Für Bauern ist das eine zweite Möglichkeit, auch Geld zu verdienen. Und für uns als Land natürlich eine Möglichkeit, weiteren Strom zu gewinnen. Also, aber da habe ich erst vor einigen Wochen, vielleicht 2-3 Monaten, eine Reportage gesehen. Da ging es genau um einen Landwirt, der das machen wollte. Und zwar unten sollten dann die Hühner im Freien leben und Eier legen. Und oben die Photovoltaikanlage musste er abschaffen, weil es da irgendein EU-Gesetz gibt, das es verbietet, das zu vereinen. Ja. Also da haben wir wohl noch ziemlich Nachholbedarf, diesen bürokratischen Schwachsinn da abzuschaffen. Ja, da wird es auch noch Hindernisse geben. Wie bei all diesen Dingen wird es Hindernisse geben, die zu überwinden sind. Ja. In unserem bürokratischen Dschungel natürlich mitunter schon. Dann werden aus kleinen Problemen auf einmal Elefanten. Ne? Und das wollen wir nicht hoffen in diesem Fall. Ne? Aber ich denke, da werden sich finden über kurz oder lang. Genauso wie wir ja gerade an Speichern arbeiten. Wenn man dann die Solarenergie hätte, gute Speicher. Naja, ne, wenn es nicht alles nur Lippenbekenntnisse sind, ne, die von den Menschen kommen, die von den Forschern kommen, dann sollte sich eigentlich recht bald was tun. Ja, aber ich sehe als das allergrößte Hindernis da wirklich die Bürokratie an. Ja. Das ist ja auch ein großes Problem schon als Privatnutzer, was man da Formulare ausfüllen muss, um einfach an so einen Balkon so eine Photovoltaikzelle anzuhängen. Ja. Das wäre wirklich mal ein Projekt. Und wir merken ja auch, wie wir bürokratisch überall behindert werden und auch, sag ich mal, so einfachste Sachen auch nicht mehr hinbekommen. Also natürlich. Beispielsweise Berlin-Wahl, zweiter Anlauf und da ist wohl wieder was schiefgelaufen jetzt mit Stimmzetteln. Also selbst das kriegen wir nicht mehr hin. Das ist oder hier Digitalisierung in Deutschland, dass dann jede Gemeinde, jede Stadt ihre eigene Software braucht, weil es da nichts Zentrales gibt. Ja, oder unsere Unternehmen hier in der Galvano- und Oberflächentechnik werden auch ein Liedchen davon singen können. Man denke nur an Fördergelder, die jetzt ja angeblich beantragt oder eben auch Unterstützungsgelder jetzt in der Corona-Pandemie. Genau. Was das für bürokratische Moloche waren, die Monster waren, die man da erstmal bewältigen musste, um Geld zu bekommen und erstmal über die Runden zu kommen. Bei Fördergeldern musst du auch Leute einstellen, die das für dich machen, weil das so riesengroße Aufgaben sind. Ja. Ne? Dabei geht es eigentlich um Forschung, die geleistet werden muss. Menschen, die sich einem Thema widmen und nicht nur einem Antrag. Ja. Genau. Also da hat man wirklich manchmal den Eindruck, dass die Formulare wichtiger sind als die Sache dahinter. Genau.
Aber wenn wir schon beim Thema Sonne sind, wir denken ja da ganz gerne an Fenster, weil wir Menschen sind, die überwiegend drinnen leben. Und bis vor kurzem war es ja so, wenn ich ein Gebäude gesehen habe mit sehr vielen Fenstern, uns gegenüber beispielsweise vom Verlag, das wissen viele nicht, ist ein Altenheim. Jetzt können manche lachen, dass das gut zusammenpasst, aber so war es jetzt nicht gemeint. Aber diese ganze Front ist einfach eine Fensterfront, ja. Die Und Zukunft vor Augen, genau. Ja, ja. und da ist es eben so, bei dieser Fensterfront, da dachte ich bis vor kurzem immer daran, boah, was für eine Energieverschwendung. Das ist etwas, was sich wohl in naher Zukunft ändern wird. Und dazu haben wir auch einen entsprechenden Bericht. Wir haben es letzte Woche sage ich schon, letzten Monat angeteasert. Gab es auch einen kleinen Beitrag dazu. Und jetzt eben einen Aufsatz, Fachaufsatz. Fachaufsatz, Energiesparen mit smarten Beschichtungen. Ja. Und im Kern geht es darum, dass man Fenster so beschichten kann, dass sie Energie sparen. Also vielmehr, du hast natürlich im Sommer kannst du mit diesen Fensterbeschichtung oder mit Hilfe dieser Fensterbeschichtung kannst du deinen Innenraum kühlen. Dann wird er ja normalerweise heiß und im Winter kannst du ihn heizen. Also es ist wirklich möglich, da eben die entsprechenden Heiz- und Kühlenergien sozusagen stark zu entlasten, ne, und damit zu sparen. Genau, und was man dazu noch wissen muss, ist, es geht nicht einfach um eine Schicht auf Glas, sondern es ist eigentlich, es sind mehrere Schichten, mehrere Lagen, die da eine wichtige Rolle spielen. Und dann gibt es eben zwei bestimmte Schichten, die auch zwei unterschiedliche Technologien haben. Die eine Technologie nennt sich Elektrochromie und die andere Thermochromie. Bei der Thermochromie ist es so, dass man eine Art Flüssigkristall hat, der sich je nach Temperatur verändert. Das heißt, entweder dann mehr oder weniger Licht reinlässt, je nachdem, wie die Temperatur ist. Und bei der Elektrochromie ist es ganz ähnlich, also diese Veränderung der Sichtverhältnisse, allerdings elektrolytisch. Das heißt, man könnte das über Sensoren steuern, das ist immer eine gute Sache, weil man kann zum Beispiel auch viel Licht haben im Winter, also es ist kalt, kommt viel Licht und dann wird es dunkel, damit es innen kühler wird. Wäre vielleicht nicht ganz optimal, aber mit der Elektrochromie kann man das dann entsprechend über Sensortechnik wohl steuern. Und da ist Fraunhofer Institut wieder dran. Und es ist nicht mehr ganz Grundlagenforschung, aber es ist immer noch Forschung. Also es ist noch nichts, was wir morgen umsetzen können in der Praxis. Aber es gibt schon Pilotprojekte und zwar in Schweden, Athen und wo war es noch? Uppsala in Finnland. In Finnland, genau. Obwohl, warte mal, entschuldige mich. Ich glaube, Uppsala ist in Schweden. Insofern waren wir Ja, da schon an der ja. richtigen Stelle. Okay. Das Fraunhofer-Institut heißt übrigens Fraunhofer-Institut für organische Energie, Elektronen, Stahl, Strahlen und Plasmatechnik. Ich lese das jetzt hier gerade mal ab. FEP ist ja nicht immer ganz einfach bei den Fraunhofer-Instituten. Und das hat mir diesen Beitrag eben auch geliefert. Das ist wirklich hochinteressant. Das sind aber nicht galvanische Beschichtungen, muss man dazu Genau. sagen. Wir haben hier zwar einmal von elektrolytischen Technologien hier geredet. Ich glaube, es war die Elektrochromie. Ne? Genau, was auch zum Teil wohl auch auf organischen Komponenten basiert. Ja, genau. Ja. Allerdings, ich habe dieses Thema trotzdem groß aufgezogen. Und zwar, weil wir in diesem Heft den Schwerpunkt Alternativen zur Galvanotechnik haben. Wir sind ja auch immer neugierig auf Technologien jetzt quasi über den Tellerrand hinaus, die man über den Tellerrand hinaus erblicken kann und die eben auch mit Beschichtung zu tun haben. Das ist hier schon wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Ja, Ne? und auch speziell. Und es gibt ja trotzdem noch eine gewisse Anbindung durch die Elektrochromie. Das ist ja Elektrochemie.
Da fühlt sich der Galvaniker gleich mal zu Hause und kann dann schauen, quasi aus dem Fenster schauen, was gibt's da noch. Ja, ja, ja. Das, wir sind nah dran. Genau, finde ich sehr, sehr spannend. Wird auch ein bisschen bebildert mit diesen Pilotprojekten und eben wie das aussieht, so mit und ohne Beschichtung, wenn man aus dem Fenster schaut. Genau. Ist ja. Ganz interessant. Und auch noch ein paar Grafiken dazu, die diese Technologie so ein bisschen erklären. Apropos Glas. Im Dezember ist ja eine kleine Sushi-Bar geplatzt. Nein, Quatsch, keine Sushi-Bar. Doch, nicht ganz. Ja, Aquadrom war ein großes Thema, kurz vor Weihnachten. Und 16.12. Genau. Das waren 1 Million Liter Wasser, die aus diesem riesigen Acrylglas, riesigen Acrylglasbehälter in Berlin ausgetreten sind, aber vielleicht ist viel wichtiger, da waren außerdem noch 1500 Fische drin. Die sind nämlich dann überwiegend verendet, als sie da rausgespült wurden. Ziemlich dramatische Sache, Gott sei Dank 5 Uhr morgens und ja, Menschen waren dann weit und breit eher nicht unterwegs, aber riesige Zerstörungen und dieses doch sehr beachtliche Aquadom, der war dann natürlich futsch und das echte Korallenriff da drin, in dem ein Aufzug von unten nach oben fuhr und Besucher des Sea Life nämlich dann in das eigentliche Großaquarium brachten. Dieses echte Korallenriff war dann natürlich auch futsch und das ist natürlich immer ein großer Verlust. Und wie halt immer geht es dann um die Ursachenforschung. Ich glaube, genau weiß man es immer noch nicht, aber einer unserer Leser hatte da eine sehr interessante und auch nicht unbegründete Theorie dazu. Da kannst du jetzt ein bisschen was dazu erzählen. Ja, das war der Professor Tostmann zunächst mal zu unserem wirklich neugierigen und auch vor allen Dingen sehr, sehr kompetenten Galvanotechnik-Leser. Der war sich nämlich oder ist sich nämlich sicher, dass die eigentliche Ursache Spannungsrisskorrosion ist. Und zwar gibt es ja Tenside und wenn Acrylglas unter Spannung steht und Tenside drauf treffen und ein kleiner Riss drin ist, dann kann sich da diese Spannungsrisskorrosion ausbreiten. Das steht auch ganz genau in unserem Leutze-Buch Korrosionsschutz. Und das ist dann auch noch von Professor Tostmann geschrieben. Also wir können davon ausgehen, dass er sich da richtig gut mit auskennt. Mhm. Ja, wie gesagt, das ist seine Theorie, dass ein kleiner Riss möglicherweise hier große Folgen hatte. Schließlich ist auch seit 2003 dieses Aquarium ja schon in Betrieb. Da reden wir ja dann schon über fast 20 Jahre. Also da ist ja nun mal noch 22 zerborsten, ist nicht ganz, ne? Aber ja, das ist also schon durchaus denkbar, dass das die Ursache ist. Und ja, bei Spannungsrisskorrosion ist es so, das kann ja nicht nur bei Acrylglas auftreten, sondern auch bei anderen Materialien. Und das tritt halt immer dann auf, wenn ein Material, das eigentlich nicht zur Korrosion neigt, aber noch einer mechanischen Belastung unterworfen ist. In dem Aquarium ist es natürlich so. Natürlich. Hat natürlich einen massiven Druck vom Wasser und dann noch korrosive Medien dazukommen. Also wir haben zum Beispiel von innen dieses Wasser und von außen auch noch Reinigungsmittel. Richtig. Ja, da sind wir nämlich bei den Tensiden. Wo kommen die eigentlich her? Fragen Sie mal die Reinigungskraft, ja. Und ja, das ist interessant, ist halt auch so, wie es wohl geplatzt ist. Das kam ja sehr spontan. Also sonst hätte man vielleicht sogar einen Tag vorher Risse gesehen, aber das ist in dem Fall nicht so. Es hat mich sofort an eine Wasserstoffversprödung erinnert, was man so vom Stahl her kennt. Also gehärteter Stahl, galvanisieren und wenn es zu einem wasserstoffinduzierten Sprödbruch kommt, dann bricht so ein gehärteter Stahl auch wie Glas. Also das ist ganz beeindruckend, das zu sehen. Solange man nicht selbst den Schadensfall hat, ist es beeindruckend. Ja, es ist interessant, wie man einfach auch aus uns bekannten Bereichen, wie eben die Korrosion, dann auf sowas auch Rückschlüsse ziehen kann. Und so wie er das beschreibt in dem Artikel, klingt das alles auch sehr plausibel. Naja. Es ist jetzt nicht irgendwie eine große Verschwörungstheorie. Absolut nicht. Ne? Und wenn man hätte den Artikel auch nennen können, was hat der geplatzte Aquadom
mit der Galvanotechnik zu tun. Ja. Also wir haben hier so eine Art Bogen, ne, von einem aktuellen Event in Berlin hin zu unserer Technologie. Und das fand ich spannend, habe ich deswegen auch. Ja, und gerade auch die Spannungsrisskorrosion an sich, also die kann ja auch bei Edelstahl auftreten oder bei Aluminium, also auch mit Werkstoffen, mit denen wir täglich arbeiten. Ja. Und gerade so bei Edelstählen rechnet man nicht so damit, bei Aluminium rechnet man auch nicht so damit, aber man muss die Sachen auch ganzheitlich betrachten, was oft schwerfällt. Denn ich weiß das noch aus meiner Galvanikzeit, der Kunde bringt halt eine Zeichnung, macht das und das damit, irgendeine Beschichtung, was auch immer. Und man selbst als Galvanik hat keine Ahnung, wo wird das überhaupt eingesetzt. Ja, ja. Man bearbeitet dann natürlich diese Zeichnung und die Bestellung ab, nach bestem Wissen und Gewissen. Und irgendwann mal kommt eine Reklamation, so, warum haben wir dieses Problem? Galvanik ist schuld. Und wenn man aber die Galvanik gleich mit ins Boot geholt hätte, teilweise schon bei der Konstruktion, ja, da gibt es ja auch immer wieder Probleme, galvanisiergerechte Konstruktion ist immer noch ein großes Thema. Ich weiß nicht, wie das momentan gelehrt wird. Und wenn man eben die Galvanik früh mit reinholt und solche Probleme bespricht, dann kann man auch sehr viel vermeiden. Ist jetzt beim Aquadom nicht der Fall, aber da hätte man vielleicht auch mal mit Experten reden sollen, was könnten da für Probleme auftreten. So ist es. Ne? Gut, beim nächsten Mal wissen sie es hoffentlich oder auch nicht. Das sollte man meinen. Ja. Ich meine, es gibt auch andere Aquarien in der Welt, wo sowas im Übrigen auch passiert ist. Irgendwo in den Emiraten ist das, glaube ich, ebenfalls mal passiert. Das war ein Haifischbecken, interessanterweise, was mir Professor Tostmann dann noch erzählte. Andererseits ist auch wieder ein bisschen tragisch, ne? Wie will man so ein riesiges Aquarium denn überhaupt sauber machen? Ich meine, selbstverständlich benutzt man Reinigungsmittel, aber genau da müsste es, wenn das nun mal als Ursache dann mal festgestellt werden sollte, müsste man wohl von absehen. Ich bin da jetzt bei Acrylglas auch nicht der Experte, aber da wäre zum Beispiel auch die Überlegung, kann man dieses Glas noch irgendwie beschichten, um es vor Spannungsrisskorrosion zu schützen. Das zum Beispiel ist auch eine relevante Erwägung, die man da natürlich als Galvanotechniker, dann, was einem dann da durch den Kopf geht. Genau, genau. Ja, also wir haben, das ist ja das, wir sind so spezialisiert auf diesen Bereich Oberflächentechnik, dass es für uns selbstverständlich ist, solche Fragen zu stellen. Irgendein Konstrukteur, Ingenieur, der aus einem ganz anderen Bereich kommt, der hat dann halt tausend andere Sachen im Fokus, wo wir gar nicht drauf kommen würden, aber eben nicht die Oberfläche. Und da zeigt sich es halt auch immer wieder, es wird immer noch unterschätzt. Ja, wie wichtig ist Oberflächentechnik? Genau, Funktionalisierung. In diesem Fall wäre das ebenfalls eine Funktionalisierung. Natürlich auch wieder, wenn man so will, Korrosionsschutz, Beschichtung, ne, wie wir es eigentlich Tag für Tag machen. Genau, genau. Und jetzt aus der Rubrik schlechte Überleitung, Funktionalisierung. Ein Interview mit Jörg Püttbach hat auch gut funktioniert. Ja, das hat gut funktioniert. Und Jörg Püttbach hat auch natürlich... steht ja auch ein Stück weit natürlich für Galvanotechnik, weil er ist nämlich der neue ZVO-Vorstandsvorsitzende. Der Vorstand hat sich nämlich Ende letzten Jahres neu zusammengesetzt. Bis dato war der Walter Zeschki der Vorstandsvorsitzende. Jetzt ist es Jörg Püttbach von der BIA in Solingen, also der Eigner und Geschäftsführer. Und ja, damit beginnt natürlich auch ein neues Kapitel, ist ganz klar. Für mich, die Galvanotechnik, ist das ein Must-Have, ein Interview mit Jörg Püttbach dann zu führen. War auch sehr, sehr spannend. Er hat mir was von den Zielen erzählt, die er in den nächsten 3 Jahren anstrebt. So lang ist die Periode, in der Vorstandsvorsitzende beim ZVO diese Funktion ausfüllen. Mhm. Er macht das natürlich an der Seite von Geschäftsführer Matthijs und hat aber auch eine ganze Reihe von spannenden Dingen vor. Hat mit mir über die Branche gesprochen, über die Aussichten, die Perspektiven, die Schwierigkeiten. Genau. Also gerade auch die Arbeit in Richtung Berlin und Brüssel war ein Thema. Und das ist auch eine wichtige Geschichte, die vielleicht immer noch unterschätzen. Ich hoffe nicht allzu viele, wozu so ein Verband auch nötig ist. Ja, als Sprachrohr für eine Branche,
die sonst keine Lobby hat. Ja, wir hatten es gerade mit dem Aquadom, Oberflächentechnik wird immer noch unterschätzt. Und das gilt natürlich insbesondere für die Galvanotechnik. Es gibt Oberflächentechnologien, die sind auch jedem mehr oder weniger bekannt. Galvanotechnik, da sieht man nur Fragezeichen auf den Pupillen bei den Leuten. Ja, so nie gehört. Und fällt den Leuten alle höchstens noch Galvani ein, ne? Aber genau, wenn überhaupt. Ja, und das ist dann schon der höhere Bildungsgrad. Ja, durchaus. Ja, es ist leider so. Und das heißt auch für uns, und deswegen ist es ja so wichtig, damit eben nicht einfach irgendwelche Gesetze beschlossen werden, von denen es leider schon viel zu viele gab. Bin ich fest davon überzeugt. Auch sehr viel Unsinn dabei. Und wir müssen quasi drunter leiden, weil wir halt bestimmte Stoffe nicht mehr benutzen dürfen, die einfach aus dem Verkehr gezogen werden. Es gibt natürlich auch Sinnvolles, ich will nicht missverstanden werden, also auch wenn es um Umweltschutz geht, ist immer wichtig und auch um Gesundheitsschutz, das darf man nicht unterschätzen, aber man kann uns halt auch nicht alles nehmen, weil irgendwann mal arbeiten wir nur noch mit Wasser und dann wird es halt mit der Beschichtung ein bisschen schwierig. Und dafür ist so ein Verband sehr, sehr wichtig. Ja, ja, da steckt ja so viel hinter. Ich meine, da habe ich jetzt mit ihm gar nicht drüber gesprochen, aber diese Brev-Geschichten, so, ne, Best Referable Technology, ne, da werden ja Listen zusammengestellt von in Brüssel mehr oder weniger, was sozusagen vorbildlich an Anlagentechnologien beispielsweise ist. Wenn sich da aber zum Beispiel Galvanik nicht einmischen in solche Prozesse, die da in Brüssel laufen, dann heißt es am Ende, hier wissen wir nichts besser, dann wird einfach jemand entschieden aus der Galvano-Branche, der Vorbild ist und alle anderen müssen sich danach richten, obwohl sie vielleicht meilenweit davon entfernt sind. Und das so falls etwas, es überhaupt so kommt, also falls es überhaupt ein Vorbild gibt. Ja, ja, also da habe ich manchmal meine Zweifel. Manchmal werden auch einfach dann nur Vorgaben gemacht. Ja, genau. Ne? Und diese Vorgaben sind möglicherweise uneinhaltbar. Ein Verband achtet auf solche Dinge natürlich sehr genau und versucht, das auszutarieren, damit die Branche da natürlich vorteilhaft ist. Wir sind wirklich gute Werber für den Verband. Ne? Ja, also, ja, genau. Also wer Mitglied werden will, E-Mail an uns. Ganz genau. Wir verchecken das dann. Nein, aber es ist schon so. Plus Anzeige. Es ist jetzt sehr populistisch, was ich sage, aber ich habe manchmal so den Eindruck, in Brüssel sitzen sie dran und gucken die Wikipedia durch, bei welchen Stoffen ist ein Totenkopf. Und das setzen wir dann mal auf eine Liste und gucken, dass wir es möglichst schnell verbieten. Und deswegen brauchen wir gute Leute in den Verbänden, die Ahnung davon haben, die engagiert sind, weil sie für alle etwas tun in dieser Branche. Ist richtig, das tun sie. Also zumindest im Idealfall. Speziell, wir haben auch wir bleiben bei den schlechten Übergängen. Wir hatten ein Special und zwar zum Thema Leipziger Fachseminar. Ja, da müssen wir aufgrund unserer Veröffentlichungsdaten immer ein klein bisschen früher unterwegs sein, als es vielleicht andere sind. Wir erscheinen ja immer Mitte des Monats und das geht dann nun leider gar nicht auf mit dem Leipziger Fachseminar, was nämlich am 9. März startet, also vor unserem Veröffentlichungsdatum des Märzheftes. Also ist das Februarheft natürlich dann das Specialheft. Wir haben einige Unternehmen vorgestellt in unserem Special. Das ist so ein zwölfseitiger kleiner Sonderteil, den wir ins Heft integriert haben, der natürlich auch eine Orientierung für Teilnehmer liefern wird oder liefert. Und zwar geht es da natürlich um die Inhalte. Was erwartet uns? Wie sieht das Programm aus? Wer unterhält uns dort? Ne? Genau, und die Themen der Vorträge. Themen der Vorträge. Mhm. Ne? Und im Endeffekt hatten dann auch Unternehmen noch die Gelegenheit, ein paar Innovationen, die sie dort dann auf der begleitenden Fachausstellung vorstellen, dann auch bei uns im Special zu präsentieren, nebst ihrer Anzeige. Ja, das ist so ein kleiner handlicher Sonderteil geworden, den man dann jetzt auch schon im Februarheft findet, ne? Und dann natürlich bestens vorbereitet ist auf das bevorstehende Leipziger Fachseminar, was, wie ich zu diesem Zeitpunkt auch sagen kann, geschickterweise parallel zu einer Reihe von spannenden Messen der InTech, der GrindTech
und noch einer weiteren Messe, die mir jetzt gerade nicht einfällt, die heißt, glaube ich, Z, das sind Zuliefermesse, ganz genau, stattfindet, die alle direkt nebenan im in der Leipziger Messe stattfinden, neben dem CCL in Leipzig. Insofern hat man da die Gelegenheit, einerseits diese Messen, die für uns nicht uninteressant sind, und andererseits dann natürlich im Fokus das Leipziger Fachseminar zu besuchen. Das Leipziger Fachseminar findet ja im März statt, wie du gesagt hast. Und jetzt interessiert uns natürlich alle, was steht dann in der März-Ausgabe alles drin? Die man noch nicht hat, wenn man dann beim Leipziger Fachseminar ist. Aber fertig wird sie dann schon sein. Und zwar haben wir da, also Schwerpunkt wird Automobilbeschichtung sein. Wir werden dort unter anderem zu diesem Thema einen Fachaufsatz sehen von Frau Willing vom FEM. Die wird vielen bekannt sein, Heidi Willing. Und da geht's um Prozessentwicklung für Aluminium als Werkstoff für Leiter und Steckverbinder in der Automobiltechnik. Das sind eigentlich Zinnlegierungsschichten, um die es da geht. Da sind umfangreiche Versuche gelaufen. Ist natürlich ganz klar, so Aluminium als Werkstoff ist ja da nicht ganz einfach. Und da hat man natürlich hier auch ein bisschen geguckt, dass man preislich ein bisschen was machen kann, eben mit Zinnlegierungsschichten statt Kupfer. Das ist schon ein ganz spannender Artikel, über den ich jetzt mal nicht so viel verrate. Das wird man dann später natürlich noch in unserem Artikel sehen. Was haben wir noch? Unser Professor Hasenpusch, der auch bei uns immer regelmäßiger Autor ist, der hat dieses Mal sich mit REACH beschäftigt. REACH haben wir ja natürlich schon häufiger mal im Heft gehabt. Jetzt sind aber auch ein paar Neuerungen dazugekommen. Das wird ja ohnehin permanent verschärft. Wir hatten gerade eben schon in unserem Rückblick auf das aktuelle Heft drüber gesprochen. Was kommt jetzt auf uns zu? Wie kann man das einschätzen? Da hat, wie gesagt, Professor Hasenpusch einen interessanten großen Aufsatz zugeschrieben. Man kann solche Aufsätze, also von Professor Hasenpusch, sich ohne Karikaturen kaum vorstellen. Das ist auch in diesem Fall nicht nötig, weil er auch schon wieder zwei Stück dabei hat, die uns das Thema dann näher bringen. Das dürfte auch ein spannender Artikel sein. Dann werden wir wohl eine Reportage von Heinz Käsinger, unserem Ex-Chefredakteur, lesen können. Er besucht für uns ein Automobilmuseum in Frankreich. Ich weiß gar nicht, war es Colmar, bin mir nicht ganz sicher. Die haben auch bei Instandhaltung und Korrosionsschutz, wenn mich nicht alles täuscht, einiges im Köcher, was wir dann erfahren. In Sachen Interviews werden wir unter anderem einen Herrn Reisert sehen. Der hat zusammen mit Fachleuten, unter anderem von Heimerle und Meule, anderen auch galvanotechnisch interessanten Firmen, sich über das Thema nachhaltige Lieferketten für Edelmetalle Gedanken gemacht. Und die haben da auch versucht, schon Strategien zu entwickeln. Da habe ich ein Interview geführt, was ich noch auf konkret verarbeiten muss, aber das wird dann im Dreierheft zu lesen sein. Ja, und wenn alles gut geht, werde ich noch von der TU Ilmenau Spezialisten haben, die mir beim Thema 3D und selektive Beschichtung, da geht es allerdings auch ein Stück weit in Richtung Leiterplattenbeschichtung, noch neueste Erkenntnisse aus der TU Ilmenau berichten, verraten werden. Und ja, da bin ich auch schon ganz gespannt drauf. Das Gespräch wird dann aber bestenfalls Ende dieses Monats stattfinden. Und erfahrungsgemäß kann sowas auch mal schief gehen. Aber ich sag mal 80% Sicherheit, dass wir das sehen. Und damit belasse ich es jetzt mal. Wir haben noch im Umweltteil werden wir noch eine spannende Serie starten. Da geht es um ein umfassendes Modell realer Spülsysteme von Dr. Eckhard Giebler. Das wird ein Mehrteiler werden, der die Umwelttechnik in den nächsten paar Monaten prägen wird. Und der startet dann im Dreierheft. Ist schon abzusehen, wie viele Teile es werden? Ich fürchte mal, es müssen 4 werden, weil es einfach vom Umfang her doch zu groß ist. Und wir jetzt auch nicht unbedingt immer eine 15 Seiten Umweltrubrik fahren wollen, um das einigermaßen beherrschbar zu behalten, werden es wohl dann doch 4 Teile. Ja, vielen Dank, Robert. Klingt mal wieder sehr spannend mit vielen interessanten Artikeln.
Und in diesem Sinne sind wir eigentlich schon am Ende angelangt. Ha? Danke dir, Sven, für die wieder mal extrem spannende Unterhaltung, wo wir uns mit der Alltagsthematik auseinandergesetzt haben. Alles Gute unseren Lesern und einen schönen Tag noch. Von mir auch an die Zuhörer und bis zum nächsten Mal.